Piper Alpha ist eine der ertragreichsten Ölplattformen in der Nordsee. Sie ist eine meerverankerte Stadt, auf der über 200 Arbeiter leben. Rund um die Uhr wird dort Öl gefördert. Einer dieser Routinetage endet mit einer Katastrophe, bei der 167 Männer innerhalb von anderthalb Stunden ihr Leben verlieren. Heute werden wir dank neuester Computertechnologie aufdecken, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Desaster passieren nicht einfach. Sie werden durch eine Folge entscheidender Ereignisse ausgelöst, die zeitlich eng miteinander verknüpft sind. Wir werden die verhängnisvollen Entscheidungen der letzten Sekunden vor dem Unglück enträtseln. Europa. Schottland. Die Nordsee. Mittwoch, 6. Juli 1988. Piper Alpha liegt 176 Kilometer vor der Küste von Aberdeen in der gefährlich rauen Nordsee. Die Plattform ist so gebaut, dass sie Wind bis zu 185 Stundenkilometern und Wellen bis zu 29 Metern Höhe standhält. Mehr als die Hälfte der 230 Meter hohen Konstruktion liegt unterhalb des Meeresspiegels. Sie ist somit 2,5 Mal höher als die Freiheitsstatue. Heute ist ein ruhiger Tag in der Nordsee. 226 Männer sind auf der Piper Alpha. Einer von ihnen ist der Elektriker Bob Ballantyne. Es war einer dieser wunderbaren Tage in der Nordsee. Es war windstill und ruhig. Damit die riesige Anlage reibungslos läuft, muss sie ständig gewartet werden. Das ist eine Arbeit, die niemals endet. Um 7.45 Uhr stellt der leitende Vorarbeiter Genehmigungen für die heute anfallende Wartung aus. Es ist strengstens untersagt, ohne Genehmigung auf der Plattform zu arbeiten. Das ist nur eins der vielen Sicherheitssysteme auf der gewaltigen Bohrinsel. Wenn 226 Männer so nah an flüchtigem Brennstoff arbeiten, ist das lebensnotwendig. Piper Alpha fördert seit 12 Jahren Öl. Das geschieht auf dem Produktionsdeck. Es besteht aus 4 Abschnitten. In Abschnitt D wird Strom erzeugt. Die Abschnitte C und B fördern Öl und Gas. In Abschnitt A wird das Öl aus dem Meeresboden gepumpt. Über all dem steht eine eigenständige Stadt mit Unterkünften und Unterhaltung für all die Arbeiter, für die Piper Alpha das Zuhause weit ab der Heimat ist. Und all das rund um die Uhr. Woche für Woche. 12 Uhr mittags. Auf dem Produktionsdeck entfernen gerade 2 Wartungsarbeiter ein Sicherheitsventil. Das ist eine Routinetätigkeit, die an diesem Morgen genehmigt wurde. Bis zum Ende ihrer Schicht um 18 Uhr sollen sie damit fertig sein. Für Jeff Bollins, den Maschinisten im Kontrollraum, ist das ein ganz gewöhnlicher Tag. Die Männer haben die Maschinen gewartet, das Öl wurde gefördert, die Maschinen haben das Gas komprimiert. Es war ganz schön was los. 17.10 Uhr. Jeff Bollins beginnt seine letzte Schicht, bevor er die Bohrinsel verlässt. Es war unsere letzte Schicht und am nächsten Morgen sollten wir nach Hause fahren. Die letzte Schicht war immer eine gute Schicht. Jeff grüßt den Maschinisten im Kontrollraum, den er ablöst, um sich mit den Vorgängen des Tages vertraut zu machen. Es gibt nichts Besonderes zu berichten. Uhr. Die Tagesschicht ist vorbei. Aber auf dem Produktionsdeck ist die Arbeit am Sicherheitsventil noch nicht abgeschlossen. Es wird erst am nächsten Morgen ausgetauscht werden können. Das ist kein Problem, denn die Pumpe, die mit dem Sicherheitsventil verbunden ist, ist abgeschaltet. 62 Männer bedienen Piper Alpha während der Nachtschicht. Die übrigen 164 haben frei, essen, erholen sich oder schlafen in ihren Unterkünften. Uhr. Auf einmal reißt ein Alarm Jeff Bollins aus seiner Routineschicht.
Das ist ein Geräusch, das man nicht überhören kann. Auf einer Anzeigetafel ortet man, was passiert ist. Die sogenannte Kondensatpumpe hatte sich ausgeschaltet. Kondensat ist der Ausdruck der Ölmänner für LPG. Verflüssigtes Petroleumgas. Eine flüchtige und leicht brennbare Flüssigkeit. Die Pumpe komprimiert sie auf 78 Atmosphären. Das entspricht dem 45-fachen Druck in einem Autoreifen. Die Pumpe hatte sich ausgeschaltet, aber Jeff ist noch unbesorgt. Ich habe die Kondensatpumpe schon so oft ausgehen sehen, dass ich gar nicht mehr weiß, wie oft. 20, 30, 100, 200 Mal. Irgendwo gab es ein kleines Problem. Und je schneller ich mich darum kümmerte, desto kleiner wurde das Problem. Der Vorarbeiter Bob Vernon geht zur Pumpe, 9 Meter unterhalb des Kontrollraums. Es sollte eigentlich leicht sein, sie wieder zu starten. Aber heute Nacht kann die Produktionsmannschaft sie nicht zum Laufen kriegen. Piper Alpha produziert weiterhin flüssiges Kondensat. Jetzt ist es nur noch eine halbe Stunde, bis die Lagertanks volllaufen und die Sicherheitssysteme die gesamte Bohrinsel abschalten. Das könnte zu einem kompletten Stromausfall auf der Plattform führen. Auch wenn es nicht gefährlich ist, wird die Bohrinsel die Ölförderung einstellen und die Crew wird alles daran setzen, dass das nicht passiert. Die Männer spüren die Anspannung. Die Situation wurde immer problematischer und was wie ein Routinezwischenfall anfing, weitete sich langsam aus. Normalerweise ist eine zweite Pumpe verfügbar. Aber heute Nacht ist sie wegen Wartungsarbeiten ausgeschaltet. Wenn sie diese starten können, sollte das Problem gelöst sein. Vernon überprüft schnell die Genehmigung für die Instandhaltung und bestätigt, dass die vorgesehene Wartung noch nicht begonnen hat. Damit sie die Arbeit für die ausgefallene Pumpe übernehmen kann, gibt der leitende Produktionsarbeiter die zweite Pumpe wieder zur Produktion frei. Aber um 21.55 Uhr macht ein weiteres Problem die Situation noch komplizierter. Eine Alarmsirene warnt Jeff Bollins vor einem kleinen Gasleck auf dem Deck oberhalb der Pumpe. Er schaltet den Alarm aus und informiert ein anderes Crewmitglied, das auch unten bei der ausgefallenen Pumpe ist. Die Situation eskaliert jetzt zunehmend, da Bollins in kurzen Abständen weitere Alarme von mehreren kleinen Gaslecks erhält. Denen folgt etwas Bedrohlicheres. Sie kamen einer nach dem anderen. Als nächstes bekamen wir einen großen Gasalarm, was sehr selten ist und sehr ernsthaft. Es ist 22 Uhr. Captain Michael Clegg ist an Bord des Wartungsschiffes Lowland Cavalier, 25 Meter vom Südwestpfeiler der Piper Alpha entfernt. Plötzlich sieht er eine Explosion, die wie ein Blitz aus blauen Flammen unter der Plattform hervorschießt. Im Wohnblock trägt Bob Ballantyne gerade ein heißes Getränk zu seiner Koje. Diese mächtige Explosion hat die Plattform einfach hochgehoben. Es fühlte sich an, als würde sie sich aus der Nordsee erheben und wie ein Lappen ausgeschüttelt werden. Rein zufällig machte Charles Miller von einem anderen Schiff in der Nähe für ein Schulprojekt seines Sohnes Fotos, als er die Explosion hört. Als er den Auslöser drückt, erschüttert eine zweite Explosion die Plattform. Er sieht die ersten Anzeichen dessen, was ein großes Unglück wird. 226 Männer sitzen auf der brennenden Bohrinsel fest. Am 6. Juli 1988 um 22 Uhr durchbricht eine Explosion die Stille auf der Bohrinsel Piper Alpha in der Nordsee. 226 Männer arbeiten auf ihr. 22 Uhr. Im Kontrollraum von Piper Alpha denkt der Arbeiter Geoff Bollins, er sei auf einer Routineschicht, bis ihn eine Explosion von seinem Schreibtisch wirft. Ich habe mich 5 bis 7 Meter von meinem Schreibtisch entfernt am anderen Ende des Kontrollraums wiedergefunden. Das Licht ging aus, die Turbinen fuhren runter, alles ging aus und überall war Rauch. Jeff macht sofort das, was er immer trainiert hatte. Er drückt den Notabschalthebel der Bohrinsel und stolpert aus dem zertrümmerten Kontrollraum. Ventile schließen automatisch alle Hauptöl- und Gasleitungen. Die gigantischen Stromgeneratoren schalten ab.
Aber die Hauptalarmanlage wurde zerstört, sodass keine Alarmsirene ertönt. Eine unheimliche Ruhe breitet sich auf der sonst so lauten Plattform aus. ...22:05 Uhr. Dieses Amateurvideo wurde von einem nahegelegenen Schiff aufgenommen und zeigt Piper Alpha unmittelbar nach den ersten Explosionen. Auf der lodernden Plattform sind Jeff Bollins und 20 seiner Kollegen von Flammen und Rauch eingeschlossen. Sie sind 29 Meter über den Wellen gefangen und müssen jetzt schnell denken. Wir konnten nirgendwo hin, außer nach unten. Einer der Jungs fand ein Seil. Das hatte er ans Geländer geknotet. Daran sind wir dann nach unten geklettert. Sie klettern bis zu einem Deck, nur 6 Meter oberhalb der Wasseroberfläche und springen ins Meer. Ein Rettungsboot ist immer in der Nähe der Bohrinsel. Und heute Nacht sind auch andere Schiffe unterwegs, die Unterseerohre verlegen. Alle schicken kleine Rettungsboote los, um Überlebende aufzunehmen. Innerhalb von 5 Minuten sind Jeff und seine Kollegen aus dem Wasser gezogen. Sie gehören zu den Glücklichen. 22:10 Uhr. Piper Alpha wird von einer zweiten gewaltigen Explosion erschüttert, die auf diesem Video festgehalten wurde. Ein großer Teil der Bohrinsel ist in einen Feuerball gehüllt. Jeff Bollins beobachtet alles vom Rettungsboot aus. Die Hitze war unglaublich intensiv, obwohl wir 100 Meter von der Plattform entfernt waren. Es war wie eine Szene aus einem Katastrophenfilm. Circa 100 Männer haben sich in der Kantine versammelt. Das ist einer der wichtigsten Sammelpunkte, weil er in der Nähe des Hubschrauberlandeplatzes liegt. Sie wissen jedoch nicht, dass das Landedeck bereits von Rauch und Flammen eingehüllt ist und eine Hubschrauberrettung unmöglich ist. Rauch kriecht langsam in den Raum und die Arbeiter bangen jetzt um ihr Leben. Irgendjemand schrie, dass sie Angst hätten. Und eine Stimme rief zurück: Ihr habt Angst? Wir haben alle Angst. Der Evakuierungsplan sieht vor, in der Kantine zu warten, bis Hilfe kommt. Aber es kommt keiner. Als die Situation schlimmer wird, beschließt Jim McDonald, nach Hilfe zu suchen. Aber die anderen, die mit ihm eingeschlossen sind, klammern sich an den Glauben, dass Hilfe kommen wird. Ich habe gesagt, dass ich versuche, meine Haut zu retten. Wenn ihr es schafft, schön. Aber ich versuche es. Jim hat schon 12 Jahre Erfahrung auf Piper Alpha. Er glaubt, dass es einen Fluchtweg durch den Wäscheraum gibt. Als ich in den Wäscheraum kam, merkte ich, dass ich gar nicht im Wäscheraum war, sondern in irgendeinem Zimmer. Da habe ich mich einfach in eine Ecke vom Flur gesetzt. Durch den dicken Rauch ist Jim McDonald total desorientiert. In jeder Minute, die er dort sitzt, verringern sich seine Überlebenschancen. ...22:30 Uhr. Dave Lambert und einige Kollegen fliehen auch aus der Kantine. Im Gegensatz zu Jim finden sie einen Weg hinaus auf das lodernde Deck. Um sie herum nichts als Flammen. Die Flammen kamen immer näher und näher. Die einzige Alternative war, entweder zurück in die Plattform zu gehen oder in diese kleine Metallhütte. Als sie in der Hütte waren, merkten sie, dass es kein Entrinnen gab. Ich dachte, wir hätten keine Möglichkeit zu entkommen. Wir waren vom Feuer umzingelt. Im Grunde genommen waren wir gefangen. In den Unterkünften merkt Jim McDonald langsam, dass er sich ein Deck höher befindet, als er sollte. Er versucht noch ein letztes Mal, einen Fluchtweg durch den Wäscheraum zu finden. Als ich die Tür aufmachte, sagte ich zu mir: Bitte, lass das den Wäscheraum sein. Dann fühlte ich die Waschmaschine. Als er draußen ist, rennt er über das lodernde Deck hinunter zu einer Plattform auf einem Pfeiler der Bohrinsel und springt von dort 21 Meter tief in die eiskalte Nordsee. Nachdem ich ins Wasser gesprungen war, ging ich sofort unter. Es war ein unglaubliches Gefühl. Es war unwahrscheinlich still.
Plötzlich tauchte ich wieder auf. Jim klammert sich an einen Pfeiler der Bohrinsel, bis er von einem schnellen Rettungsboot aufgenommen wird. Ich weinte, dass mir die Tränen das Gesicht hinunterliefen. Dieser junge Mann sagte: Wein nicht, du bist in Sicherheit. Ich musste vor lauter Glück weinen. Ian Latham arbeitet auf einem anderen Rettungsboot unterhalb der Bohrinsel. Diese Fotos zeigen seine Mannschaft bei der Arbeit. Es gelingt ihnen, 6 Überlebende aus dem Wasser zu ziehen. Als wir die letzten beiden Leute aus dem Wasser holten, beschlossen wir loszufahren. Dabei bemerkten wir, dass wir in den Trümmern der Plattform festhingen. Während das flammende Inferno über ihnen immer mehr außer Kontrolle gerät, versuchen sie verzweifelt von den Trümmern freizukommen. 33 Meter über ihnen flüchten der Elektriker Bob Ballantyne und ein paar Kollegen von der Bohrinsel. Bob beschließt jedoch, dass ihm dieser Fluchtweg nicht gefällt. Ich weiß gar nicht, warum ich meine Meinung geändert habe. Ich habe einfach gesagt, dass ich diesen Weg nicht nehme. Während seine Freunde auf der Westseite von der Plattform klettern, klettert Bob auf wackeligen Beinen die Ostseite hinunter. Diese Entscheidung wird sein Leben retten. 22.49 Uhr. Unterhalb von Bob versucht der Führer des Rettungsbootes, Ian Latham, sein Boot von den Trümmerteilen zu befreien. Die Hitze ist unerbittlich. Es war so heiß, als wären wir unter einem riesigen Grill. Ich kann mich noch erinnern, wie ich zu meinem Kollegen gesagt habe, dass wir hier schnellstens weg müssen, weil es nur noch schlimmer werden konnte. Eine Sekunde später hörte ich ein gewaltiges Zischen. Und auf einmal lag ich im Wasser. Uhr. Eine weitere überdimensionale Explosion zerreißt die Plattform und schleudert Trümmer über 800 Meter weit. In 1,5 Kilometer Entfernung können Schiffe die Erschütterung spüren. Der Feuerball hüllt das Boot von Ian Latham ein. Er sieht weder sein Boot noch seine Mannschaft oder die 6 geretteten Männer wieder. Er schwimmt zu einem Pfeiler der brennenden Plattform, an die sich noch ein anderer Überlebender klammert. Ich habe mich umgesehen und der andere Mann war Bob Ballantyne. Er hing an der anderen Seite des Pfeilers. Ian kam um das Bein der Plattform herumgeschwommen. Und ich habe ihn zu mir herangezogen, um mich nicht so einsam zu fühlen. Bob und Ian klammern sich an der schwankenden Konstruktion fest, während sie von den Flammen verschlungen wird. Die Plattform wurde von jedem Schlag erschüttert. Dieser Pfeiler, an dem wir hingen, war gigantisch. Es wurde immer heißer und heißer. So unglaublich heiß, dass ich Blasen an den Ohren bekam. Bob und Ian wagen den Sprung ins Meer, schwimmen mit letzter Kraft zu einem nahegelegenen Schiff und können von einer Mannschaft gerettet werden. Sie leiden unter Verbrennungen und Erschöpfung. Oben auf der lodernden Plattform ist Dave Lambert in einer Stahlhütte gefangen. Aber die gigantische Explosion um 22.50 Uhr reißt sie auseinander und eröffnet ihm einen neuen Fluchtweg. Wenn die Explosion die Hütte nicht auseinandergerissen hätte, glaube ich nicht, dass wir überlebt hätten. Es gab keinen anderen Ausweg. Dave rennt aus der Hütte auf die brennende Plattform, 45 Meter über dem Meeresspiegel. Als er das Geländer erreicht, wirft ihn die nächste Explosion über die Reling hinweg ins Meer. Erstaunlicherweise überlebt er den Sturz und sieht die Rettungsboote. Er ist aber so erschöpft, dass er sie nicht erreichen kann. Ich hatte keine Kraft mehr und war schon so weit, dass ich einfach nur hoffte, ich würde nicht ertrinken. Aber Daves Glückssträhne hält an. In letzter Minute wird er von einem Rettungsboot gesehen und aus dem Wasser gezogen. Als die letzten Überlebenden aufgenommen werden, beginnt Piper Alpha zusammenzubrechen. 23.20 Uhr. Die Plattform wird von einer weiteren heftigen Explosion erschüttert. Piper Alpha steht vor dem Untergang. Einer der Kräne stürzt ein. Dann der Bohrturm.
Die ganze Plattform neigt sich Richtung Osten. Das Hauptwohnquartier mit der Kantine, in der die Arbeiter auf ihre Rettung warten, kippt nach Norden und rutscht unter die Wellen. Es wird keine Rettung geben. Der Rest der Plattform verschwindet auch in der Nordsee. Um 0.45 Uhr ist die 20.000 Tonnen schwere Plattform Piper Alpha verschwunden. Nur ein winziger Teil von Abschnitt A ist alles, was übrig geblieben ist. 226 Männer waren an Bord von Piper Alpha. 167, davon zwei Rettungskräfte, sterben. Alle sind von der Tragödie überrumpelt. Nordseeöl ist der Stolz der Briten. Das Land erwirtschaftet damit einen riesigen Profit. Noch nie ist eine Plattform vor der Küste verloren gegangen, nirgendwo. Auf einmal spüren alle Bohrturmarbeiter weltweit eine neue Gefahr. Das Unglück von Piper Alpha hat nur anderthalb Stunden gedauert. Indem wir die Ereignisse zurückspulen und in die Untersuchungen einsteigen, können wir aufdecken, was wirklich passiert ist. Wie kam es zu der Folge von Ereignissen? Und wie konnte diese massive Bohrinsel, die seit 12 Jahren zuverlässig in Betrieb war, in einem Inferno aufgehen? Neueste Computersimulation führt uns dorthin, wo keine Kamera hinkommt. In das Herz der Unglücksstelle. Als die britische Regierung eine ihrer größten Untersuchungen startet, ernennt Seniorrichter Lord Cullen 89 Expertenberater, die jede Sekunde des Unglücks analysieren sollen. Das Ausmaß der Zerstörung hinterließ jedoch sehr wenige Beweise. Rod Sylvester Evans hat 2 Jahre an der Untersuchung gearbeitet. Es war nichts vom Unglücksort übrig, außer einem Teil von Abschnitt A, der noch stolz aus der See ragte. Alle wesentlichen Bereiche der Plattform waren untergegangen. Da die Wrackteile der Bohrinsel 145 Meter unter der Wasseroberfläche auf dem Meeresboden verstreut waren, gab es nur Augenzeugenberichte und die entscheidenden Fotos von Charles Miller. Mithilfe dieser Informationen mussten sie das ganze Rätsel lösen. Die Ermittler fingen an, die Überlebenden zu befragen. Die Aussage von dem Arbeiter im Kontrollraum, Mr. Bollands, war von größter Bedeutung. Er bezeugte eine Reihe von Gasalarmen, die vor den ersten Explosionen losgingen. Noch 1:35 bis zum Unglück. Die Gasalarme kommen alle vom Produktionsdeck. Die Ermittler untersuchen die 4 15 x 46 Meter großen Abschnitte, die dieses Deck ausmachen. Sie schlussfolgern, dass alle Alarme nur aus Abschnitt C kommen. Ein weiterer Anhaltspunkt bestätigt das. Michael Clegg sieht von dem nahegelegenen Schiff Lowland Cavalier aus demselben Bereich einen blauen Blitz hervorschießen. Diese Beweise genügen den Ermittlern, um anzunehmen, dass Abschnitt C der Ausgangspunkt des Desasters ist. Die blaue Stichflamme muss jedoch aus einer Ölquelle kommen. Welche kann das sein? Piper Alpha fördert 3 sehr leicht entzündliche Produkte. Natürliches Gas, verflüssigtes Petroleumgas, das sogenannte Kondensat und Rohöl. Alle 3 Stoffe kommen als Ausgangspunkt für das Unglück in Frage. Zuerst wird Rohöl untersucht, das Hauptprodukt der Bohrinsel. Es verbrennt auf ganz unverwechselbare Weise. Professor Dougal Drysdale ist Experte für das Verhalten von Flammen. Sobald man das Rohöl entzündet, brennt seine Oberfläche. Die Flammen haben eine sehr charakteristische Erscheinung. Sie sind groß und rußig. Die erste Explosion hat keine große, rußige Flamme. Es ist eine blaue Stichflamme. Drysdale schließt daraus, dass es sich nicht um Rohöl handelt. Also bleiben noch natürliches Gas und Kondensat. Natürliches Gas ist leichter als Luft, also steigt es auf. Kondensat ist schwerer als Luft und sinkt demzufolge.
Die Ermittler nehmen sich noch einmal die Aussage des Augenzeugen Kapitän Clegg vor und haben einen ersten Erfolg. Er hat die Stichflamme unterhalb von Abschnitt C herauskommen sehen. Die Brennstoffquelle der Stichflamme muss schwerer als Luft sein. Es kann also nur Kondensat sein. Die Ermittler glauben, dass die erste Explosion relativ klein war. Kaum so viel, wie die Tankfüllung eines Autos ausgemacht hätte. Wie kann eine so kleine Explosion sich zu einem Desaster ausweiten, das die riesige, 20.000 Tonnen schwere Plattform zerstört? Eine ganze Reihe gewaltiger Explosionen und Feuer hat die riesige Ölplattform Piper Alpha zerstört und 167 Männer getötet. Es ist eine verheerende Tragödie mit weltweiten Auswirkungen für die Ölindustrie. Mithilfe neuester Computergrafik, die auf dem offiziellen Bericht basiert, verfolgen wir die Kette von Ereignissen. Sekunde für Sekunde. Die Ermittler vermuten, dass das Unglück von einer kleinen Explosion mit Kondensat oder verflüssigtem Petroleumgas verursacht wurde. Sie können auch feststellen, wo das Unglück seinen Lauf nimmt. Im Abschnitt C der Bohrinsel. Es sollte jedoch kein freies Kondensat in diesem Bereich gegeben haben. Wo war das Leck? Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, konzentrieren sich die Ermittler auf die Gasalarme, die Jeff Bollens unmittelbar vor der Explosion im Kontrollraum bekommen hat. Wir haben festgestellt, dass die einzige Möglichkeit, das Muster der Gasalarme zu erklären, folgende ist. Im östlichen Teil dieses Abschnitts könnte Kondensat ausgetreten sein. Das einzige Kondensat am östlichen Ende von Abschnitt C war in zwei Sicherheitsventilen enthalten. Diese Sicherungen sind ausgelegt, dem Zweifachen des normalen Betriebsdrucks standzuhalten. Wie konnte ein Leck entstehen? Dann machen die Ermittler eine entscheidende Entdeckung. Eins der Ventile war für einen Sicherheitscheck entfernt worden. Konnte die offene Leitung die Quelle des mysteriösen Lecks sein? Sie untersuchen weiter und finden heraus, dass Arbeiter normalerweise das Loch mit einer flachen Metallscheibe versiegeln, wo sonst das Ventil sitzt, um Lecks zu verhindern. Wenn das Loch versiegelt war, hätte kein Kondensat entweichen dürfen. Dennoch sind sie überzeugt davon, dass das Sicherheitsventil die hauptverdächtige Quelle ist. Um ihre Theorie zu überprüfen, führen sie eine Reihe von Tests an identischen Metallscheiben durch und ziehen dabei die Bolzen unterschiedlich stark fest. Dieses Video von der Untersuchung zeigt die entsprechenden Tests. Die Tests ergeben, dass die Dichtungsplatte lecken kann, wenn die Arbeiter die Bolzen ohne Schraubenschlüssel festziehen, sodass sie nur fingerfest sind. Wenn die Bolzen nur lose verschraubt sind, sieht es zwar zu aus, aber es gäbe ein Leck. Das ist ein entscheidender Durchbruch. Die Ermittler glauben jetzt, dass das Leck von einer lose befestigten Metallscheibe kommt. Das war der Ausgangspunkt für die ganze Katastrophe. Es gibt jedoch ein Problem bei dieser Theorie. Das besagte Ventil wurde gerade gewartet. Es hätte kein Kondensat in der Leitung sein dürfen. Dieses Rätsel rückt immer mehr in den Fokus der Ermittler. Mit Hilfe von Bauplänen der Bohrinsel verfolgen sie die Leitung hinunter zu einem anderen Deck, wo sie mit der Pumpe verbunden war. Der Pumpe, die gerade gewartet wurde und die kein Kondensat hätte führen dürfen. Sie sprechen mit den Arbeitern der Nachtschicht. Ihre Aussage ergibt, dass in dieser Nacht eine weitere Pumpe eine Stunde 45 Minuten vor dem Unglück ausgefallen ist. Der Vorarbeiter war ums Leben gekommen, sodass er nicht befragt werden konnte. Die Beweise legen jedoch nahe, dass er die Pumpe, die gewartet wurde, gegen die ausgefallene, die im Betrieb war, austauschen wollte, um die Produktion am Laufen zu halten. Aber die Pumpe, die gerade gewartet wurde, hatte kein Sicherheitsventil. Da der Vorarbeiter gesehen worden war, wie er vor dem Unfall Kondensat in die Pumpe füllte, kann man daraus schließen, dass er sie nicht nur starten wollte, sondern es gab auch die Gelegenheit dazu. Bevor eine neue Pumpe gestartet wird, müssen die Arbeiter eine kleine Menge Kondensat hineinfüllen.
Das ist eine Stunde und 35 Minuten vor dem Unglück passiert. Diese kleine Menge Kondensat hat geleckt. Die lose, nur mit der Hand festgedrehte Dichtungsscheibe hat den ersten Gasalarm ausgelöst, den Jeff Bollens im Kontrollraum gehört hatte. Wenn die Pumpe startbereit war, gab der Vorarbeiter mehr Gas in die Leitung. Er öffnete die Ventile, um mehr Kondensat hineinzufüllen. Zu diesem Zeitpunkt wurde viel davon freigesetzt. Oben im Kontrollraum verursachte dieses viel größere Leck die vielen Gasalarme. Auch den großen Alarm, den Jeff kurz vor der ersten Explosion gehört hatte. Noch anderthalb Stunden. Das ausgelaufene Kondensat explodiert im Abschnitt C. Die Ermittler konzentrieren sich auf die Folge der Ereignisse, aber ein Glied in der Kette passt nicht. Abschnitt C ist durch eine große Brandschutzwand geschützt, die 6 Stunden lang den heftigsten Flammen standhalten kann. Und die erste Explosion war nicht sehr heftig. Bildbeweise enthüllen eine große Überraschung. Weniger als 10 Sekunden nachdem Abschnitt C explodiert war, zeigte das Bild einen gewaltigen Feuerball, der aus dem benachbarten Abschnitt B quillt. Wie konnte das Feuer die Brandschutzwand durchbrechen und sich so schnell ausbreiten? Die Ermittler führen eine Reihe von Computersimulationen und experimentelle Explosionen durch. Die Ergebnisse sind überraschend. Die Brandschutzwände sind zwar hervorragend geeignet, Feuer zu widerstehen, werden aber von der kleinsten Explosion auseinandergerissen. Die Brandschutzwände bestehen aus 2,5 mal 1,5 Meter feuerfesten Platten, die miteinander verschraubt sind. Die erste Explosion bricht die Brandschutzwand auseinander und die Platten fliegen wie ungelenkte Geschosse über Abschnitt B. Jede der Platten verhielt sich so, als ob ein 1 Tonnen schweres Auto mit 50 Stundenkilometern in die Rohrleitung fährt. Die Ermittler vermuten, dass diese fliegenden Platten eine relativ leichte Kondensatpumpe in Abschnitt B aufgerissen haben. Dieses Kondensat fütterte den Feuerball, den wir hier auf dem Foto sehen. Diese Feuerkugel dauerte nur ein paar Sekunden. Sie sieht groß aus, aber die Ermittler glauben nicht, dass sie tödlich genug war, um Piper Alpha zu zerstören. Irgendetwas anderes hat 19 Minuten später eine gewaltige Explosion verursacht, die die 20.000 Tonnen schwere Plattform zerstört hat. Was war es? Ermittler versuchen, eine ganze Reihe massiver Feuer und Explosionen zu erklären, die die Nordseebohrinsel Piper Alpha zerstört und 167 Männer getötet haben. Nach 2 Explosionen brannte jetzt Abschnitt B der Plattform. Von irgendetwas wurde dieses Feuer gespeist. Aber wovon? 20 chronologisch geordnete Fotos zeigen das frühe Stadium des Feuers. Das ist nicht viel, aber das beste Indiz, das vorliegt. Man kann sehen, wie der Feuerball von der Plattform fliegt und ein anderes Feuer hinterlässt, das eine gewaltige Rauchwolke nach sich zieht. Eine Rauchwolke ist charakteristisch für ein Rohölfeuer. Es konnte keinen schlimmeren Platz für ein Feuer geben als Abschnitt B, da es dort Rohöltanks mit 55 Tonnen Kapazität gab. Die Lage eskaliert 1 Stunde und 10 Minuten vor der Katastrophe. Eine riesige Explosion erschüttert die Bohrinsel. Sie erzeugt ein Inferno auf der Unterseite der Plattform. Dieses neue Feuer brennt jedoch nicht in Abschnitt B, wo das erste Feuer wütet, sondern darunter. Wie ist es durch das Deck hindurch nach unten gelangt? Unaufhörlich suchen die Ermittler Hinweise auf den Fotos, die kurz nach dem Feuerball gemacht wurden. Auf den Fotos sieht man ganz deutlich, dass das Feuer unterhalb von Abschnitt B brennt. Ihnen wird klar, dass das nur bedeuten kann, dass das brennende Rohöl hinunterläuft und dieses Feuer schürt.
Es scheint sicher, dass es in einen Bereich tropft, wo Taucher der Bohrinsel sich auf ihre Arbeit vorbereiten. Dieser Bereich ist voller Roste. Und das brennende Öl sollte direkt hindurch in die Nordsee tropfen. Anstattdessen sammelt es sich dort und bildet ein großes Feuer. Abermals stocken die Ermittlungen. Dann finden sie heraus, dass die Taucher Gummimatten auf die Gitter gelegt hatten, was die Untersuchung einen entscheidenden Schritt weiterbringt. Beim Tauchen wollten sie nicht barfuß über die scharfen Gitter treten. Aber unglücklicherweise war über diesem Bereich die Hochdruckverbindungsleitung nach Taunton. Taunton ist eine Bohrinsel in der Nähe von Piper Alpha. In der Leitung wird Gas mit hohem Druck hierher geführt. Die Ermittler gehen jetzt davon aus, dass dieses Öl direkt unter der Hochdruckgasleitung einen brennenden Teppich auf den Gummimatten hinterließ. Die Gasleitung steht hier unter 120 Atmosphären Druck. Das entspricht dem 70-fachen Druck in einem Autoreifen. Ohne die Gummimatten wäre das Feuer begrenzt gewesen und die Katastrophe hätte verhindert werden können. Aber die Matten heizten die Leitungen schnell auf, sodass das Metall nachgab. Intensive Hitze, geschwächtes Metall und Gas unter Hochdruck führten unweigerlich zum nächsten Ereignis. Als es platzte, wurden auf einmal 15 bis 30 Tonnen Gas unter Hochdruck hinausgeschleudert. Das hat den Feuerball mit einem Durchmesser von 150 Metern ausgemacht und die ganze Plattform eingehüllt. Eine halbe Tonne Gas pro Sekunde strömt aus der Hochdruckleitung. Das ist so viel wie der gesamte private Gasverbrauch von ganz England. Und so geht das eine Stunde lang. Der Defekt in der Hochdruckgasleitung hat die Situation komplett verändert. Es gab keinen Ausweg. Es hat die Mitte der Plattform einfach weggeschmolzen. Zwei Gasleitungen von Piper Alpha sind noch in Betrieb. Die größere von beiden enthält 1120 Tonnen komprimiertes Gas. Dreimal so viel, wie gerade aus der anderen Leitung geschossen war. Es ist für die Ermittler offensichtlich, dass es jetzt nur noch eine Frage der Zeit ist, bevor die anderen Gasleitungen ausfallen. 70 Minuten vor dem Auseinanderbrechen der Bohrinsel besteht keine Chance mehr, das Inferno zu stoppen. Piper Alpha wird von einer noch gewaltigeren Explosion erschüttert. Eine der beiden verbleibenden Pipelines war explodiert. Bob Ballantyne überlebt. Sein Freund hat nicht so viel Glück. Da war diese Explosion und sie wurden einfach von dem Feuerball verschlungen und verbrannten. Das Rettungsboot von Ian Latham war in den Trümmern unter der Bohrinsel gefangen. Die Explosion hatte das Boot zerstört und bis auf Ian alle getötet. Als ich im Wasser gelandet war, habe ich mich umgesehen und alles um mich herum stand in Flammen, sogar das Meer. Inzwischen war das Feuer so groß, dass Fotos als Beweis unnütz wurden. Daher sammelten die Ermittler elektronische Daten von anderen Bohrinseln, mit denen Piper Alpha verbunden war. Noch 40 Minuten. Die Ermittler entdecken, dass der Gasdruck in der größeren der beiden verbleibenden Pipelines schnell fällt. Es ist die, die gerade geplatzt ist. Nur noch eine Gasleitung, die Piper Alpha mit der Bohrinsel Claymore verbindet, ist intakt. Noch 10 Minuten. Es gibt eine weitere Explosion, als die letzte Pipeline ausfällt. Anderthalb Stunden, nachdem das Unglück seinen Lauf nahm, fordert das Desaster seine letzten Opfer. Die Wohnunterkunft, in die sich so viele Arbeiter geflüchtet hatten, rutschte von der Plattform und versank mit den letzten Mitgliedern der Crew von Piper Alpha auf dem Boden der Nordsee. Eine Stunde, nachdem der Wohnblock zusammengebrochen ist, ist nichts von Piper Alpha übrig als das ausgebrannte Wrack von Abschnitt A. Mit Bruchteilen von Beweisen gelang es den Ermittlern, eine schlüssige Erklärung für die Katastrophe zusammenzusetzen. Es gibt jedoch noch eine erschütternde Entdeckung. Sie zeigt, dass zuletzt nicht die Technik, sondern die Verwaltung versagt hatte.
Die gewaltige Öl- und Gasplattform Piper Alpha war zerstört. Die Ermittler fügen jedes Teil zusammen. Der tödliche Vorgang beginnt um 21.45 Uhr, als Arbeiter eine Pumpe starten wollen, bei der ein entscheidendes Sicherheitsventil fehlt. Die Ermittler können nicht nachvollziehen, wie die Arbeiter eine Pumpe unter so unsicheren Bedingungen starten konnten. Mit Hilfe der Arbeitsgenehmigungen sollen solche Unfälle verhindert werden. Sie sollen jeden, der Wartungsarbeiten durchführt, in erhöhte Aufmerksamkeit versetzen. Beim Durchsehen der Arbeitsgenehmigungen stellen die Ermittler fest, dass um 19.45 Uhr eine Genehmigung für eine Routinewartung an einer der Pumpen ausgestellt worden war. Wahrscheinlich wurde später noch eine weitere Genehmigung für die Arbeit an einem Sicherheitsventil ausgestellt. Leider liegen die Genehmigungen, die das beweisen könnten, 145 Meter unterhalb des Meeresspiegels in dem gesunkenen Wrack von Piper Alpha. 3 Monate nach dem Unfall heben Bergungsteams 2 Blocks der Wohnunterkünfte vom Meeresboden. 81 Leichen werden geborgen und bestattet. Die Ermittler können in dem Wrack nach weiteren Anhaltspunkten suchen. Sie finden eine Menge durchweichtes Papier. Erstaunlicherweise sind viele Dokumente nach 3 Monaten noch lesbar und liefern den entscheidenden Hinweis. Wir konnten es kaum glauben. Da war tatsächlich eine Arbeitsgenehmigung. Wir waren alle sehr aufgeregt, weil wir gehört hatten, dass es eine Genehmigung geben sollte. Aber wir waren nicht sicher. Und hier war sie. Dies ist die Originalarbeitsgenehmigung Nummer 23434 für Wartungsarbeit am Ventil PSV 504. Sie wurde am 6. Juli 1988 ausgestellt. Sie ist das erste Glied in der Kette der tödlichen Ereignisse. Die Ermittler sind jetzt davon überzeugt, dass 2 Genehmigungen erteilt wurden. Eine für die Arbeit an der Pumpe und eine für die Wartung des Sicherheitsventils. Auf Piper Alpha wurden die Genehmigungen für jeden einzelnen Bereich der Plattform in getrennten Kisten aufbewahrt. Das scheint zunächst logisch. Es verursacht jedoch ein Problem, denn die Pumpe befindet sich in einem Teil der Plattform, das Ventil aber in einem anderen. Demzufolge wurden die 2 Genehmigungen in unterschiedlichen Kisten aufbewahrt. Das ist das eigentliche Problem. Die 2 Genehmigungen hätten zusammen vorliegen sollen. Dieser Verwaltungsfehler führte dazu, dass sie getrennt aufbewahrt wurden. Wenn der Arbeiter die Genehmigung für die Pumpe prüft, gibt sie ihm keinen Hinweis darauf, dass das Sicherheitsventil entfernt worden ist. Die Genehmigung dafür liegt ja in einer anderen Kiste. Als Pumpe B gestoppt wurde und jemand fragte, ob er die andere Pumpe starten dürfe, sagte ihm ein Vorarbeiter von der Wartung, na klar. Als sie die Pumpe starten wollten, haben sie einen Teufelskreis in Gang gesetzt. Die Ermittler sind überzeugt, dass die Arbeiter in dieser Nachtschicht nicht wussten, dass das Sicherheitsventil fehlte. Sonst hätten diese erfahrenen Männer niemals versucht, die Pumpe zu starten. Die einzige Genehmigung, die sie sehen, ist für die Pumpe ohne jeden Hinweis auf das Sicherheitsventil. Hinter dieser Tragödie, den wütenden Feuern, den Explosionen, dem Zusammenbruch der 20.000 Tonnen schweren Bohrinsel und dem Verlust von 167 Menschenleben steht also ein fehlerhaftes System für die Erteilung von Arbeitsgenehmigungen. Eine eng zusammenhängende Folge von Ereignissen führte zu dem Unglück auf Piper Alpha. Wäre die Kette von Ereignissen irgendwo unterbrochen gewesen, wären die Auswirkungen der Katastrophe geringer gewesen oder sie hätte sogar verhindert werden können. Wäre das System für die Genehmigungen sinnvoll gewesen, hätte die Nachtschicht von dem fehlenden Sicherheitsventil gewusst. Wäre die flache Metallscheibe fest verschraubt gewesen, hätte das Kondensat nicht auslaufen können. Hätten die Feuerschutzwände den Explosionen standgehalten, hätte sich das Unglück nicht ausweiten können. Hätten die Taucher keine Gummimatten auf die Metallgitter gelegt, hätte sich keine brennende Ölpfütze gebildet und die Hochdruckgasleitung wäre nicht explodiert. Piper Alpha wäre nicht ins Meer gestürzt und 167 Männer wären nicht gestorben. Die Cullen-Untersuchung hat zahllose Aspekte des Betriebs von Bohrinseln in der Nordsee kritisiert.
Die wesentliche Kritik galt jedoch dem fehlerhaften System der Arbeitsgenehmigungen, dem der Untersuchungsausschuss die Hauptschuld an der Tragödie zuschreibt. Die Betreibergesellschaft von Piper Alpha, Occidental Petroleum, hat den Hinterbliebenen der Opfer Millionen als Entschädigung gezahlt. Aufgrund ungenügender Beweise wurde jedoch nie ein Strafverfahren eingeleitet. Die Überlebenden von Piper Alpha zahlen einen hohen Preis. Dave Lambert fand die Bürde, überlebt zu haben, fast unerträglich. Ich hatte Schuldgefühle, überlebt zu haben, obwohl ich natürlich froh war, am Leben zu sein. Dein Leben ändert sich total. Alles scheint stillzustehen. Nichts scheint mir wichtig zu sein. Ich habe viele Jahre gebraucht, um darüber hinwegzukommen. Für Ian Latham, den einzigen Überlebenden seines Rettungsbootes, waren die Auswirkungen noch grundlegender. Ich war immer mit allem zufrieden, war sorglos und genoss das Leben. Heute finde ich, dass das Leben viel zu kurz ist, um sich mit irgendwelchen unwichtigen Dingen zu beschäftigen. Mich ärgert, dass ich seit dem schrecklichen Unglück auf Piper Alpha nicht mehr so unbelastet sein kann wie früher. Ich mag es nicht, wie ich heute bin. Der Cullen-Bericht empfiehlt für den Betrieb englischer Bohrinseln vor der Küste massive Veränderungen in fast jeder Hinsicht. Die britische und weltweite Ölindustrie hat ihre Lektion aus dem Unglück gelernt und hofft, dass es nie wieder eine Katastrophe wie die von Piper Alpha geben wird. Ist unerbittlich. Es war so heiß, als wären wir unter einem riesigen Grill. Ich kann mich noch erinnern, wie ich zu meinem Kollegen gesagt habe, dass wir hier schnellstens weg müssen, weil es nur noch schlimmer werden konnte. Eine Sekunde später hörte ich ein gewaltiges Zischen. Und auf einmal lag ich im Wasser. Uhr. Eine weitere überdimensionale Explosion zerreißt die Plattform und schleudert Trümmer über 800 Meter weit. In 1,5 Kilometer Entfernung können Schiffe die Erschütterung spüren. Der Feuerball hüllt das Boot von Ian Latham ein. Er sieht weder sein Boot, noch seine Mannschaft oder die 6 geretteten Männer wieder. Er schwimmt zu einem Pfeiler der brennenden Plattform, an die sich noch ein anderer Überlebender klammert. Ich habe mich umgesehen und der andere Mann war Bob Ballantyne. Er hing an der anderen Seite des Pfeilers. Ian kam um das Bein der Plattform herumgeschwommen. Und ich habe ihn zu mir herangezogen, um mich nicht so einsam zu fühlen. Bob und Ian klammern sich an der schwankenden Konstruktion fest, während sie von den Flammen verschlungen wird. Die Plattform wurde von jedem Schlag erschüttert. Dieser Pfeiler, an dem wir hingen, war gigantisch. Es wurde immer heißer und heißer. So unglaublich heiß, dass ich Blasen an den Ohren bekam. Bob und Ian wagen den Sprung ins Meer, schwimmen mit letzter Kraft zu einem nahegelegenen Schiff und können von einer Mannschaft gerettet werden. Sie leiden unter Verbrennungen und Erschöpfung. Oben auf der lodernden Plattform ist Dave Lambert in einer Stahlhütte gefangen. Aber die gigantische Explosion um 22.50 Uhr reißt sie auseinander und eröffnet ihm einen neuen Fluchtweg. Wenn die Explosion die Hütte nicht auseinandergerissen hätte, glaube ich nicht, dass wir überlebt hätten. Es gab keinen anderen Ausweg. Dave rennt aus der Hütte auf die brennende Plattform, 45 Meter über dem Meeresspiegel. Als er das Geländer erreicht, wirft ihn die nächste Explosion über die Reling hinweg ins Meer. Erstaunlicherweise überlebt er den Sturz und sieht die Rettungsboote. Er ist aber so erschöpft, dass er sie nicht erreichen kann. Ich hatte keine Kraft mehr und war schon so weit, dass ich einfach nur hoffte, ich würde nicht ertrinken. Aber Daves Glückssträhne hält an. In letzter Minute wird er von einem Rettungsboot gesehen und aus dem Wasser gezogen.
Als die letzten Überlebenden aufgenommen werden, beginnt Piper Alpha zusammenzubrechen. 23.20 Uhr. Die Plattform wird von einer weiteren heftigen Explosion erschüttert. Piper Alpha steht vor dem Untergang. Einer der Kräne stürzt ein. Dann der Bohrturm. Die ganze Plattform neigt sich Richtung Osten. Das Hauptwohnquartier mit der Kantine, in der die Arbeiter auf ihre Rettung warten, kippt nach Norden und rutscht unter die Wellen. Es wird keine Rettung geben. Der Rest der Plattform verschwindet auch in der Nordsee. Um 0.45 Uhr ist die 20.000 Tonnen schwere Plattform Piper Alpha verschwunden. Nur ein winziger Teil von Abschnitt A ist alles, was übrig geblieben ist. 226 Männer waren an Bord von Piper Alpha. 167, davon zwei Rettungskräfte, sterben. Alle sind von der Tragödie überrumpelt. Nordseeöl ist der Stolz der Briten. Das Land erwirtschaftet damit einen riesigen Profit. Noch nie ist eine Plattform vor der Küste verloren gegangen, nirgendwo. Auf einmal spüren alle Bohrturmarbeiter weltweit eine neue Gefahr. Das Unglück von Piper Alpha hat nur anderthalb Stunden gedauert. Indem wir die Ereignisse zurückspulen und in die Untersuchungen einsteigen, können wir aufdecken, was wirklich passiert ist. Wie kam es zu der Folge von Ereignissen? Und wie konnte diese massive Bohrinsel, die seit 12 Jahren zuverlässig in Betrieb war, in einem Inferno aufgehen? Neueste Computersimulation führt uns dorthin, wo keine Kamera hinkommt. In das Herz der Unglücksstelle. Als die britische Regierung eine ihrer größten Untersuchungen startet, ernennt Seniorrichter Lord Cullen 89 Expertenberater, die jede Sekunde des Unglücks analysieren sollen. Das Ausmaß der Zerstörung hinterließ jedoch sehr wenige Beweise. Rod Sylvester Evans hat 2 Jahre an der Untersuchung gearbeitet. Es war nichts vom Unglücksort übrig, außer einem Teil von Abschnitt A, der noch stolz aus der See ragte. Alle wesentlichen Bereiche der Plattform waren untergegangen. Da die Wrackteile der Bohrinsel 145 Meter unter der Wasseroberfläche auf dem Meeresboden verstreut waren, gab es nur Augenzeugenberichte und die entscheidenden Fotos von Charles Miller. Mithilfe dieser Informationen mussten sie das ganze Rätsel lösen. Die Ermittler fingen an, die Überlebenden zu befragen. Die Aussage von dem Arbeiter im Kontrollraum, Mr. Bollands, war von größter Bedeutung. Er bezeugte eine Reihe von Gasalarmen, die vor den ersten Explosionen losgingen. Noch 1:35 bis zum Unglück. Die Gasalarme kommen alle vom Produktionsdeck. Die Ermittler untersuchen die 4 15 x 46 Meter großen Abschnitte, die dieses Deck ausmachen. Sie schlussfolgern, dass alle Alarme nur aus Abschnitt C kommen. Ein weiterer Anhaltspunkt bestätigt das. Michael Clegg sieht von dem nahegelegenen Schiff Lowland Cavalier aus demselben Bereich einen blauen Blitz hervorschießen. Diese Beweise genügen den Ermittlern, um anzunehmen, dass Abschnitt C der Ausgangspunkt des Desasters ist. Die blaue Stichflamme muss jedoch aus einer Ölquelle kommen. Welche kann das sein? Piper Alpha fördert 3 sehr leicht entzündliche Produkte. Natürliches Gas, verflüssigtes Petroleumgas, das sogenannte Kondensat und Rohöl. Alle 3 Stoffe kommen als Ausgangspunkt für das Unglück in Frage. Zuerst wird Rohöl untersucht, das Hauptprodukt der Bohrinsel. Es verbrennt auf ganz unverwechselbare Weise. Professor Dougal Drysdale ist Experte für das Verhalten von Flammen. Sobald man das Rohöl entzündet, brennt seine Oberfläche. Die Flammen haben eine sehr charakteristische Erscheinung. Sie sind groß und rußig.
Die erste Explosion hat keine große rußige Flamme. Es ist eine blaue Stichflamme. Drysdale schließt daraus, dass es sich nicht um Rohöl handelt. Also bleiben noch natürliches Gas und Kondensat. Natürliches Gas ist leichter als Luft, also steigt es auf. Kondensat ist schwerer als Luft und sinkt demzufolge. Die Ermittler nehmen sich noch einmal die Aussage des Augenzeugen Kapitän Clegg vor und haben einen ersten Erfolg. Er hat die Piper Alpha ist eine der ertragreichsten Ölplattformen in der Nordsee. Sie ist eine meerverankerte Stadt, auf der über 200 Arbeiter leben. Rund um die Uhr wird dort Öl gefördert. Einer dieser Routinetage endet mit einer Katastrophe, bei der 167 Männer innerhalb von anderthalb Stunden ihr Leben verlieren. Heute werden wir dank neuester Computertechnologie aufdecken, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Desaster passieren nicht einfach. Sie werden durch eine Folge entscheidender Ereignisse ausgelöst, die zeitlich eng miteinander verknüpft sind. Wir werden die verhängnisvollen Entscheidungen der letzten Sekunden vor dem Unglück enträtseln. Europa. Schottland. Die Nordsee. Mittwoch, 6. Juli 1988. Piper Alpha liegt 176 Kilometer vor der Küste von Aberdeen in der gefährlich rauen Nordsee. Die Plattform ist so gebaut, dass sie Wind bis zu 185 Stundenkilometern und Wellen bis zu 29 Metern Höhe standhält. Mehr als die Hälfte der 230 Meter hohen Konstruktion liegt unterhalb des Meeresspiegels. Sie ist somit 2,5-mal höher als die Freiheitsstatue. Heute ist ein ruhiger Tag in der Nordsee. 226 Männer sind auf der Piper Alpha. Einer von ihnen ist der Elektriker Bob Ballantyne. Es war einer dieser wunderbaren Tage in der Nordsee. Es war windstill und ruhig. Damit die riesige Anlage reibungslos läuft, muss sie ständig gewartet werden. Das ist eine Arbeit, die niemals endet. Um 7.45 Uhr stellt der leitende Vorarbeiter Genehmigungen für die heute anfallende Wartung aus. Es ist strengstens untersagt, ohne Genehmigung auf der Plattform zu arbeiten. Das ist nur eins der vielen Sicherheitssysteme auf der gewaltigen Bohrinsel. Wenn 226 Männer so nah an flüchtigem Brennstoff arbeiten, ist das lebensnotwendig. Piper Alpha fördert seit 12 Jahren Öl. Das geschieht auf dem Produktionsdeck. Es besteht aus 4 Abschnitten. In Abschnitt D wird Strom erzeugt. Die Abschnitte C und B fördern Öl und Gas. In Abschnitt A wird das Öl aus dem Meeresboden gepumpt. Über all dem steht eine eigenständige Stadt mit Unterkünften und Unterhaltung für all die Arbeiter, für die Piper Alpha das Zuhause weit ab der Heimat ist. Und all das rund um die Uhr. Woche für Woche. 12 Uhr mittags. Auf dem Produktionsdeck entfernen gerade 2 Wartungsarbeiter ein Sicherheitsventil. Das ist eine Routinetätigkeit, die an diesem Morgen genehmigt wurde. Bis zum Ende ihrer Schicht um 18 Uhr sollen sie damit fertig sein. Für Jeff Bollins, den Maschinisten im Kontrollraum, ist das ein ganz gewöhnlicher Tag. Die Männer haben die Maschinen gewartet, das Öl wurde gefördert, die Maschinen haben das Gas komprimiert. Es war ganz schön was los. 17.10 Uhr. Jeff Bollins beginnt seine letzte Schicht, bevor er die Bohrinsel verlässt. Es war unsere letzte Schicht und am nächsten Morgen sollten wir nach Hause fahren. Die letzte Schicht war immer eine gute Schicht. Jeff grüßt den Maschinisten im Kontrollraum, den er ablöst, um sich mit den Vorgängen des Tages vertraut zu machen. Es gibt nichts Besonderes zu berichten. Die Tagesschicht ist vorbei.
Aber auf dem Produktionsdeck ist die Arbeit am Sicherheitsventil noch nicht abgeschlossen. Es wird erst am nächsten Morgen ausgetauscht werden können. Das ist kein Problem, denn die Pumpe, die mit dem Sicherheitsventil verbunden ist, ist abgeschaltet. 62 Männer bedienen Piper Alpha während der Nachtschicht. Die übrigen 164 haben frei, essen, erholen sich oder schlafen in ihren Unterkünften. ...21:45 Uhr. Auf einmal reißt ein Alarm Jeff Bollins aus seiner Routineschicht. Das ist ein Geräusch, das man nicht überhören kann. Auf einer Anzeigetafel ortet man, was passiert ist. Die sogenannte Kondensatpumpe hatte sich ausgeschaltet. Kondensat ist der Ausdruck der Ölmänner für LPG. Verflüssigtes Petroleumgas, eine flüchtige und leicht brennbare Flüssigkeit. Die Pumpe komprimiert sie auf 78 Atmosphären. Das entspricht dem 45-fachen Druck in einem Autoreifen. Die Pumpe hatte sich ausgeschaltet, aber Jeff ist noch unbesorgt. Ich habe die Kondensatpumpe schon so oft ausgehen sehen, dass ich gar nicht mehr weiß, wie oft. 20, 30, 100, 200 Mal. Irgendwo gab es ein kleines Problem. Und je schneller ich mich darum kümmerte, desto kleiner wurde das Problem. Der Vorarbeiter Bob Vernon geht zur Pumpe, 9 Meter unterhalb des Kontrollraums. Es sollte eigentlich leicht sein, sie wieder zu starten. Aber heute Nacht kann die Produktionsmannschaft sie nicht zum Laufen kriegen. Piper Alpha produziert weiterhin flüssiges Kondensat. Jetzt ist es nur noch eine halbe Stunde, bis die Lagertanks volllaufen und die Sicherheitssysteme die gesamte Bohrinsel abschalten. Das könnte zu einem kompletten Stromausfall auf der Plattform führen. Auch wenn es nicht gefährlich ist, wird die Bohrinsel die Ölförderung einstellen und die Crew wird alles daran setzen, dass das nicht passiert. Die Männer spüren die Anspannung. Die Situation wurde immer problematischer und was wie ein Routinezwischenfall anfing, weitete sich langsam aus. Normalerweise ist eine zweite Pumpe verfügbar. Aber heute Nacht ist sie wegen Wartungsarbeiten ausgeschaltet. Wenn sie diese starten können, sollte das Problem gelöst sein. Vernon überprüft schnell die Genehmigung für die Instandhaltung und bestätigt, dass die vorgesehene Wartung noch nicht begonnen hat. Damit sie die Arbeit für die ausgefallene Pumpe übernehmen kann, gibt der leitende Produktionsarbeiter die zweite Pumpe wieder zur Produktion frei. Aber um 21.55 Uhr macht ein weiteres Problem die Situation noch komplizierter. Eine Alarmsirene warnt Jeff Bollins vor einem kleinen Gasleck auf dem Deck oberhalb der Pumpe. Er schaltet den Alarm aus und informiert ein anderes Crewmitglied, das auch unten bei der ausgefallenen Pumpe ist. Die Situation eskaliert jetzt zunehmend, da Bollins in kurzen Abständen weitere Alarme von mehreren kleinen Gaslecks erhält. Denen folgt etwas Bedrohlicheres. Sie kamen einer nach dem anderen. Als nächstes bekamen wir einen großen Gasalarm, was sehr selten ist und sehr ernsthaft. Es ist 22 Uhr. Captain Michael Clegg ist an Bord des Wartungsschiffes Lowland Cavalier, 25 Meter vom Südwestpfeiler der Piper Alpha entfernt. Plötzlich sieht er eine Explosion, die wie ein Blitz aus blauen Flammen unter der Plattform hervorschießt. Im Wohnblock trägt Bob Ballantyne gerade ein heißes Getränk zu seiner Koje. Aber wovon? 20 chronologisch geordnete Fotos zeigen das frühe Stadium des Feuers. Das ist nicht viel, aber das beste Indiz, das vorliegt. Man kann sehen, wie der Feuerball von der Plattform fliegt und ein anderes Feuer hinterlässt, das eine gewaltige Rauchwolke nach sich zieht. Eine Rauchwolke ist charakteristisch für ein Rohölfeuer. Es konnte keinen schlimmeren Platz für ein Feuer geben als Abschnitt B, da es dort Rohöltanks mit 55 Tonnen Kapazität gab. Die Lage eskaliert eine Stunde und 10 Minuten vor der Katastrophe. Eine riesige Explosion erschüttert die Bohrinsel. Sie erzeugt ein Inferno auf der Unterseite der Plattform. Dieses neue Feuer brennt jedoch nicht in Abschnitt B, wo das erste Feuer wütet, sondern darunter. Wie ist es durch das Deck hindurch nach unten gelangt?
Unaufhörlich suchen die Ermittler Hinweise auf den Fotos, die kurz nach dem Feuerball gemacht wurden. Auf den Fotos sieht man ganz deutlich, dass das Feuer unterhalb von Abschnitt B brennt. Ihnen wird klar, dass das nur bedeuten kann, dass das brennende Rohöl hinunterläuft und dieses Feuer schürt. Es scheint sicher, dass es in einen Bereich tropft, wo Taucher der Bohrinsel sich auf ihre Arbeit vorbereiten. Dieser Bereich ist voller Roste. Und das brennende Öl sollte direkt hindurch in die Nordsee tropfen. Anstattdessen sammelt es sich dort und bildet ein großes Feuer. Abermals stocken die Ermittlungen. Dann finden sie heraus, dass die Taucher Gummimatten auf die Gitter gelegt hatten, was die Untersuchung einen entscheidenden Schritt weiterbringt. Beim Tauchen wollten sie nicht barfuß über die scharfen Gitter treten. Aber unglücklicherweise war über diesem Bereich die Hochdruckverbindungsleitung nach Taunton. Taunton ist eine Bohrinsel in der Nähe von Piper Alpha. In der Leitung wird Gas mit hohem Druck hierher geführt. Die Ermittler gehen jetzt davon aus, dass dieses Öl direkt unter der Hochdruckgasleitung einen brennenden Teppich auf den Gummimatten hinterließ. Die Gasleitung steht hier unter 120 Atmosphären Druck. Das entspricht dem 70-fachen Druck in einem Autoreifen. Ohne die Gummimatten wäre das Feuer begrenzt gewesen und die Katastrophe hätte verhindert werden können. Aber die Matten heizten die Leitungen schnell auf, sodass das Metall nachgab. Intensive Hitze, geschwächtes Metall und Gas unter Hochdruck führten unweigerlich zum nächsten Ereignis. Als es platzte, wurden auf einmal 15 bis 30 Tonnen Gas unter Hochdruck hinausgeschleudert. Das hat den Feuerball mit einem Durchmesser von 150 Metern ausgemacht und die ganze Plattform eingehüllt. Eine halbe Tonne Gas pro Sekunde strömt aus der Hochdruckleitung. Das ist so viel wie der gesamte private Gasverbrauch von ganz England. Und so geht das eine Stunde lang. Der Defekt in der Hochdruckgasleitung hat die Situation komplett verändert. Es gab keinen Ausweg. Es hat die Mitte der Plattform einfach weggeschmolzen. Zwei Gasleitungen von Piper Alpha sind noch in Betrieb. Die größere von beiden enthält 1120 Tonnen komprimiertes Gas. Dreimal so viel, wie gerade aus der anderen Leitung geschossen war. Es ist für die Ermittler offensichtlich, dass es jetzt nur noch eine Frage der Zeit ist, bevor die anderen Gasleitungen ausfallen. 70 Minuten vor dem Auseinanderbrechen der Bohrinsel besteht keine Chance mehr, das Inferno zu stoppen. Piper Alpha wird von einer noch gewaltigeren Explosion erschüttert. Eine der beiden verbleibenden Pipelines war explodiert. Bob Ballantyne überlebt. Sein Freund hat nicht so viel Glück. Da war diese Explosion und sie wurden einfach von dem Feuerball verschlungen und verbrannten. Das Rettungsboot von Ian Latham war in den Trümmern unter der Bohrinsel gefangen. Die Explosion hatte das Boot zerstört und bis auf Ian alle getötet. Als ich im Wasser gelandet war, habe ich mich umgesehen und alles um mich herum stand in Flammen, sogar das Meer. Inzwischen war das Feuer so groß, dass Fotos als Beweis unnütz wurden. Daher sammelten die Ermittler elektronische Daten von anderen Bohrinseln, mit denen Piper Alpha verbunden war. Noch 40 Minuten. Die Ermittler entdecken, dass der Gasdruck in der größeren der beiden verbleibenden Pipelines schnell fällt. Es ist die, die gerade geplatzt ist. Nur noch eine Gasleitung, die Piper Alpha mit der Bohrinsel Claymore verbindet, ist intakt. Noch 10 Minuten. Es gibt eine weitere Explosion, als die letzte Pipeline ausfällt. Anderthalb Stunden, nachdem das Unglück seinen Lauf nahm, fordert das Desaster seine letzten Opfer. Die Wohnunterkunft, in die sich so viele Arbeiter geflüchtet hatten, rutschte von der Plattform und versank mit den letzten Mitgliedern der Crew von Piper Alpha auf dem Boden der Nordsee. Eine Stunde, nachdem der Wohnblock zusammengebrochen ist,
ist nichts von Piper Alpha übrig als das ausgebrannte Wrack von Abschnitt A. Mit Bruchteilen von Beweisen gelang es den Ermittlern, eine schlüssige Erklärung für die Katastrophe zusammenzusetzen. Es gibt jedoch noch eine erschütternde Entdeckung. Sie zeigt, dass zuletzt nicht die Technik, sondern die Verwaltung versagt hatte. Die gewaltige Öl- und Gasplattform Piper Alpha war zerstört. Die Ermittler fügen jedes Teil zusammen. Der tödliche Vorgang beginnt um 21.45 Uhr, als Arbeiter eine Pumpe starten wollen, bei der ein entscheidendes Sicherheitsventil fehlt. Die Ermittler können nicht nachvollziehen, wie die Arbeiter eine Pumpe unter so unsicheren Bedingungen starten konnten. Mit Hilfe der Arbeitsgenehmigungen sollen solche Unfälle verhindert werden. Sie sollen jeden, der Wartungsarbeiten durchführt, in erhöhte Aufmerksamkeit versetzen. Beim Durchsehen der Arbeitsgenehmigungen stellen die Ermittler fest, dass um 19.45 Uhr eine Genehmigung für eine Routinewartung an einer der Pumpen ausgestellt worden war. Wahrscheinlich wurde später noch eine weitere Genehmigung für die Arbeit an einem Sicherheitsventil ausgestellt. Leider liegen die Genehmigungen, die das beweisen könnten, 145 Meter unterhalb des Meeresspiegels in dem gesunkenen Wrack von Piper Alpha. 3 Monate nach dem Unfall heben Bergungsteams 2 Blocks der Wohnunterkünfte vom Meeresboden. 81 Leichen werden geborgen und bestattet. Die Ermittler können in dem Wrack nach weiteren Anhaltspunkten suchen. Sie finden eine Menge durchweichtes Papier. Erstaunlicherweise sind viele Dokumente nach 3 Monaten noch lesbar und liefern den entscheidenden Hinweis. Wir konnten es kaum glauben. Da war tatsächlich eine Arbeitsgenehmigung. Wir waren alle sehr aufgeregt, weil wir gehört hatten, dass es eine Genehmigung geben sollte. Aber wir waren nicht sicher. Und hier war sie. Dies ist die Originalarbeitsgenehmigung Nummer 23434 für Wartungsarbeit. Diese mächtige Explosion hat die Plattform einfach hochgehoben. Es fühlte sich an, als würde sie sich aus der Nordsee erheben und wie ein Lappen ausgeschüttelt werden. Rein zufällig machte Charles Miller von einem anderen Schiff in der Nähe für ein Schulprojekt seines Sohnes Fotos, als er die Explosion hört. Als er den Auslöser drückt, erschüttert eine zweite Explosion die Plattform. Er sieht die ersten Anzeichen dessen, was ein großes Unglück wird. 226 Männer sitzen auf der brennenden Bohrinsel fest. Am 6. Juli 1988 um 22 Uhr durchbricht eine Explosion die Stille auf der Bohrinsel Piper Alpha in der Nordsee. 226 Männer arbeiten auf ihr. 22 Uhr. Im Kontrollraum von Piper Alpha denkt der Arbeiter Geoff Bollins, er sei auf einer Routineschicht, bis ihn eine Explosion von seinem Schreibtisch wirft. Ich habe mich 5 bis 7 Meter von meinem Schreibtisch entfernt am anderen Ende des Kontrollraums wiedergefunden. Das Licht ging aus, die Turbinen fuhren runter, alles ging aus und überall war Rauch. Geoff macht sofort das, was er immer trainiert hatte. Er drückt den Notabschalthebel der Bohrinsel und stolpert aus dem zertrümmerten Kontrollraum. Ventile schließen automatisch alle Hauptöl- und Gasleitungen. Die gigantischen Stromgeneratoren schalten ab. Aber die Hauptalarmanlage wurde zerstört, sodass keine Alarmsirene ertönt. Eine unheimliche Ruhe breitet sich auf der sonst so lauten Plattform aus. ...22.05 Uhr. Dieses Amateurvideo wurde von einem nahegelegenen Schiff aufgenommen und zeigt Piper Alpha unmittelbar nach den ersten Explosionen. Auf der lodernden Plattform sind Geoff Bollins und 20 seiner Kollegen von Flammen und Rauch eingeschlossen. Die sind 29 Meter über den Wellen gefangen und müssen jetzt schnell denken. Wir konnten nirgendwo hin, außer nach unten. Einer der Jungs fand ein Seil. Das hatte er ans Geländer geknotet. Daran sind wir dann nach unten geklettert. Sie klettern bis zu einem Deck, nur 6 Meter oberhalb der Wasseroberfläche und springen ins Meer.
Ein Rettungsboot ist immer in der Nähe der Bohrinsel. Und heute Nacht sind auch andere Schiffe unterwegs, die Unterseerohre verlegen. Alle schicken kleine Rettungsboote los, um Überlebende aufzunehmen. Innerhalb von 5 Minuten sind Jeff und seine Kollegen aus dem Wasser gezogen. Sie gehören zu den Glücklichen. 22.10 Uhr. Piper Alpha wird von einer zweiten gewaltigen Explosion erschüttert, die auf diesem Video festgehalten wurde. Ein großer Teil der Bohrinsel ist in einen Feuerball gehüllt. Jeff Bollens beobachtet alles vom Rettungsboot aus. Die Hitze war unglaublich intensiv, obwohl wir 100 Meter von der Plattform entfernt waren. Es war wie eine Szene aus einem Katastrophenfilm. Circa 100 Männer haben sich in der Kantine versammelt. Das ist einer der wichtigsten Sammelpunkte, weil er in der Nähe des Hubschrauberlandeplatzes liegt. Sie wissen jedoch nicht, dass das Landedeck bereits von Rauch und Flammen eingehüllt ist und eine Hubschrauberrettung unmöglich ist. Rauch kriecht langsam in den Raum und die Arbeiter bangen jetzt um ihr Leben. Irgendjemand schrie, dass sie Angst hätten. Und eine Stimme rief zurück: Ihr habt Angst? Wir haben alle Angst. Der Evakuierungsplan sieht vor, in der Kantine zu warten, bis Hilfe kommt. Aber es kommt keiner. Als die Situation schlimmer wird, beschließt Jim McDonald, nach Hilfe zu suchen. Aber die anderen, die mit ihm eingeschlossen sind, klammern sich an den Glauben, dass Hilfe kommen wird. Ich habe gesagt, dass ich versuche, meine Haut zu retten. Wenn ihr es schafft, schön. Aber ich versuche es. Jim hat schon 12 Jahre Erfahrung auf Piper Alpha. Er glaubt, dass es einen Fluchtweg durch den Wäscheraum gibt. Als ich in den Wäscheraum kam, merkte ich, dass ich gar nicht im Wäscheraum war, sondern in irgendeinem Zimmer. Da habe ich mich einfach in eine Ecke vom Flur gesetzt. Durch den dicken Rauch ist Jim McDonald total desorientiert. In jeder Minute, die er dort sitzt, verringern sich seine Überlebenschancen. Dave Lambert und einige Kollegen fliehen auch aus der Kantine. Im Gegensatz zu Jim finden sie einen Weg hinaus auf das lodernde Deck. Um sie herum nichts als Flammen. Die Flammen kamen immer näher und näher. Die einzige Alternative war, entweder zurück in die Plattform zu gehen oder in diese kleine Metallhütte. Als sie in der Hütte waren, merkten sie, dass es kein Entrinnen gab. Ich dachte, wir hätten keine Möglichkeit zu entkommen. Wir waren vom Feuer umzingelt. Im Grunde genommen waren wir gefangen. In den Unterkünften merkt Jim McDonald langsam, dass er sich ein Deck höher befindet, als er sollte. Er versucht noch ein letztes Mal, einen Fluchtweg durch den Wäscheraum zu finden. Als ich die Tür aufmachte, sagte ich zu mir: Bitte, lass das den Wäscheraum sein. Dann fühlte ich die Waschmaschine. Als er draußen ist, rennt er über das lodernde Deck hinunter zu einer Plattform auf einem Pfeiler der Bohrinsel und springt von dort 21 Meter tief in die eiskalte Nordsee. Nachdem ich ins Wasser gesprungen war, ging ich sofort unter. Es war ein unglaubliches Gefühl. Es war unwahrscheinlich still. Plötzlich tauchte ich wieder auf. Jim klammert sich an einen Pfeiler der Bohrinsel, bis er von einem schnellen Rettungsboot aufgenommen wird. Ich weinte, dass mir die Tränen das Gesicht hinunterliefen. Dieser junge Mann sagte: Wein nicht, du bist in Sicherheit. Ich musste vor lauter Glück weinen. Ian Latham arbeitet auf einem anderen Rettungsboot unterhalb der Bohrinsel. Diese Fotos zeigen seine Mannschaft bei der Arbeit. Es gelingt ihnen, 6 Überlebende aus dem Wasser zu ziehen. Als wir die letzten beiden Leute aus dem Wasser holten, beschlossen wir loszufahren. Dabei bemerkten wir, dass wir in den Trümmern der Plattform festhingen. Während das flammende Inferno über ihnen immer mehr außer Kontrolle gerät, versuchen sie verzweifelt, von den Trümmern freizukommen.
33 Meter über ihnen flüchten der Elektriker Bob Ballantyne und ein paar Kollegen von der Bohrinsel. Bob beschließt jedoch, dass ihm dieser Fluchtweg nicht gefällt. Ich weiß gar nicht, warum ich meine Meinung geändert habe. Ich habe einfach gesagt, dass ich diesen Weg nicht nehme. Während seine Freunde auf der Westseite von der Plattform klettern, klettert Bob auf wackeligen Beinen die Ostseite hinunter. Diese Entscheidung wird sein Leben retten. 22.49 Uhr. Unterhalb von Bob versucht der Führer des Rettungsbootes, Ian Latham, sein Boot von den Trümmerteilen zu befreien. Die Hitzeflamme unterhalb von Abschnitt C herauskommen sehen. Die Brennstoffquelle der Stichflamme muss schwerer als Luft sein. Es kann also nur Kondensat sein. Die Ermittler glauben, dass die erste Explosion relativ klein war. Kaum so viel, wie die Tankfüllung eines Autos ausgemacht hätte. Wie kann eine so kleine Explosion sich zu einem Desaster ausweiten, das die riesige, 20.000 Tonnen schwere Plattform zerstört? Eine ganze Reihe gewaltiger Explosionen und Feuer hat die riesige Ölplattform Piper Alpha zerstört und 167 Männer getötet. Es ist eine verheerende Tragödie mit weltweiten Auswirkungen für die Ölindustrie. Mithilfe neuester Computergrafik, die auf dem offiziellen Bericht basiert, verfolgen wir die Kette von Ereignissen. Sekunde für Sekunde. Die Ermittler vermuten, dass das Unglück von einer kleinen Explosion mit Kondensat oder verflüssigtem Petroleumgas verursacht wurde. Sie können auch feststellen, wo das Unglück seinen Lauf nimmt. Im Abschnitt C der Bohrinsel. Es sollte jedoch kein freies Kondensat in diesem Bereich gegeben haben. Wo war das Leck? Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, konzentrieren sich die Ermittler auf die Gasalarme, die Jeff Bollens unmittelbar vor der Explosion im Kontrollraum bekommen hat. Wir haben festgestellt, dass die einzige Möglichkeit, das Muster der Gasalarme zu erklären, folgende ist. Im östlichen Teil dieses Abschnitts könnte Kondensat ausgetreten sein. Das einzige Kondensat am östlichen Ende von Abschnitt C war in zwei Sicherheitsventilen enthalten. Diese Sicherungen sind ausgelegt, dem Zweifachen des normalen Betriebsdrucks standzuhalten. Wie konnte ein Leck entstehen? Dann machen die Ermittler eine entscheidende Entdeckung. Eins der Ventile war für einen Sicherheitscheck entfernt worden. Konnte die offene Leitung die Quelle des mysteriösen Lecks sein? Sie untersuchen weiter und finden heraus, dass Arbeiter normalerweise das Loch mit einer flachen Metallscheibe versiegeln, wo sonst das Ventil sitzt, um Lecks zu verhindern. Wenn das Loch versiegelt war, hätte kein Kondensat entweichen dürfen. Dennoch sind sie überzeugt davon, dass das Sicherheitsventil die hauptverdächtige Quelle ist. Um ihre Theorie zu überprüfen, führen sie eine Reihe von Tests an identischen Metallscheiben durch und ziehen dabei die Bolzen unterschiedlich stark fest. Dieses Video von der Untersuchung zeigt die entsprechenden Tests. Die Tests ergeben, dass die Dichtungsplatte lecken kann, wenn die Arbeiter die Bolzen ohne Schraubenschlüssel festziehen, sodass sie nur fingerfest sind. Wenn die Bolzen nur lose verschraubt sind, sieht es zwar zu aus, aber es gäbe ein Leck. Das ist ein entscheidender Durchbruch. Die Ermittler glauben jetzt, dass das Leck von einer lose befestigten Metallscheibe kommt. Das war der Ausgangspunkt für die ganze Katastrophe. Es gibt jedoch ein Problem bei dieser Theorie. Das besagte Ventil wurde gerade gewartet. Es hätte kein Kondensat in der Leitung sein dürfen. Dieses Rätsel rückt immer mehr in den Fokus der Ermittler. Mit Hilfe von Bauplänen der Bohrinsel verfolgen sie die Leitung hinunter zu einem anderen Deck, wo sie mit der Pumpe verbunden war. Der Pumpe, die gerade gewartet wurde und die kein Kondensat hätte führen dürfen. Sie sprechen mit den Arbeitern der Nachtschicht. Ihre Aussage ergibt, dass in dieser Nacht eine weitere Pumpe eine Stunde 45 Minuten vor dem Unglück ausgefallen ist. Der Vorarbeiter war ums Leben gekommen, sodass er nicht befragt werden konnte.
Die Beweise legen jedoch nahe, dass er die Pumpe, die gewartet wurde, gegen die ausgefallene, die im Betrieb war, austauschen wollte, um die Produktion am Laufen zu halten. Aber die Pumpe, die gerade gewartet wurde, hatte kein Sicherheitsventil. Da der Vorarbeiter gesehen worden war, wie er vor dem Unfall Kondensat in die Pumpe füllte, kann man daraus schließen, dass er sie nicht nur starten wollte, sondern es gab auch die Gelegenheit dazu. Bevor eine neue Pumpe gestartet wird, müssen die Arbeiter eine kleine Menge Kondensat hineinfüllen. Das ist eine Stunde und 35 Minuten vor dem Unglück passiert. Diese kleine Menge Kondensat hat geleckt. Die lose, nur mit der Hand festgedrehte Dichtungsscheibe hat den ersten Gasalarm ausgelöst, den Jeff Bollens im Kontrollraum gehört hatte. Wenn die Pumpe startbereit war, gab der Vorarbeiter mehr Gas in die Leitung. Er öffnete die Ventile, um mehr Kondensat hineinzufüllen. Zu diesem Zeitpunkt wurde viel davon freigesetzt. Oben im Kontrollraum verursachte dieses viel größere Leck die vielen Gasalarme. Auch den großen Alarm, den Jeff kurz vor der ersten Explosion gehört hatte. Noch anderthalb Stunden. Das ausgelaufene Kondensat explodiert im Abschnitt C. Die Ermittler konzentrieren sich auf die Folge der Ereignisse, aber ein Glied in der Kette passt nicht. Abschnitt C ist durch eine große Brandschutzwand geschützt, die 6 Stunden lang den heftigsten Flammen standhalten kann. Und die erste Explosion war nicht sehr heftig. Bildbeweise enthüllen eine große Überraschung. Weniger als 10 Sekunden nachdem Abschnitt C explodiert war, zeigte das Bild einen gewaltigen Feuerball, der aus dem benachbarten Abschnitt B quillt. Wie konnte das Feuer die Brandschutzwand durchbrechen und sich so schnell ausbreiten? Die Ermittler führen eine Reihe von Computersimulationen und experimentelle Explosionen durch. Die Ergebnisse sind überraschend. Die Brandschutzwände sind zwar hervorragend geeignet, Feuer zu widerstehen, werden aber von der kleinsten Explosion auseinandergerissen. Die Brandschutzwände bestehen aus 2,5 mal 1,5 Meter feuerfesten Platten, die miteinander verschraubt sind. Die erste Explosion bricht die Brandschutzwand auseinander und die Platten fliegen wie ungelenkte Geschosse über Abschnitt B. Jede der Platten verhielt sich so, als ob ein 1 Tonnen schweres Auto mit 50 Stundenkilometern in die Rohrleitung fährt. Die Ermittler vermuten, dass diese fliegenden Platten eine relativ leichte Kondensatpumpe in Abschnitt B aufgerissen haben. Dieses Kondensat fütterte den Feuerball, den wir hier auf dem Foto sehen. Diese Feuerkugel dauerte nur ein paar Sekunden. Sie sieht groß aus, aber die Ermittler glauben nicht, dass sie tödlich genug war, um Piper Alpha zu zerstören. Irgendetwas anderes hat 19 Minuten später eine gewaltige Explosion verursacht, die die 20.000 Tonnen schwere Plattform zerstört hat. Was war es? Ermittler versuchen, eine ganze Reihe massiver Feuer und Explosionen zu erklären, die die Nordseebohrinsel Piper Alpha zerstört und 167 Männer getötet haben. Nach 2 Explosionen brannte jetzt Abschnitt B der Plattform. Von irgendetwas wurde dieses Feuer gespeist.